Man ska nicht sagen, ich bin sehr froh, diese Chance zu bekommen sollen. Und die Verein, sage ich, ich habe schon gesagt, ich bin nach Hause gekommen, meine Frau. Und zwei Tage hat gesagt, vergesse nicht, 15. September, glaube ich, 98 bist du nach Kogu hingegangen, hast du große Karriere gemacht als Fußballer. Jetzt im September bist du als Cheftrainer zurück nach Cottbus. Ich hoffe, machst du auch eine große Karriere, natürlich, erst einmal in Cottbus als Trainer. Natürlich, ich will diese Chance nutzen. Ich will nicht nach 3 Monaten zurück nach Rumänien, sondern nach Ungarn. Ja, ich will hier bleiben, so lange hier, weil ich liebe diesen Verein. Ich habe fast 10 Jahre in diesem Verein gearbeitet, als Spieler 5 Jahre, als Scout 2 Jahre, als Trainer bei U19, zweite Mannschaft 3 Jahre. Für mich war sehr gut, nach Rumänien zu gehen, und habe ich in erster Liga trainiert, sage ich, mit Erfolg. Wir haben Europacup gespielt und denke ich, mit dieser Erfahrung komme ich zurück und zusammen mit allen, mit, natürlich mit den Spielern, mit allen Leuten, Funktion, Präsident, Sportdirektor, Clubmanager, wir müssen wie schnell wie möglich diese Mannschaft aus dieser Situation rauskommen und wie möglich ist in der Mitte der Tabelle oder noch vorne. Aber es ist nicht so einfache Aufgabe, ich weiß das, das ist meine Aufgabe, stark zu machen, meine Spieler, sage ich so, oder unsere Spieler jetzt. Und ich hoffe, Samstag ist der nächste Prüfung für mich, machen wir eine gute Spiel und nach Hause mit Punkt oder Punkt davon.